Im Salzburger Volksgarten steigt heuer zum 10. Mal die Kinderstadt. Wir testen das Spektakel heuer mit Levi und Sebi, unseren exklusiven Salzburger GTV Kinderreportern. Hallo, wir sind der Levi. Und ich bin der Sebastian. Wir sind heute in der Kinderstadt Salzburg Volksgarten. Und wir schauen uns heute alles an, was es hier gibt. Kinderstadt ist, wo Kinder selbsttätig werden können. Sie haben ihre Stadt, sie haben viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Es gibt von Werkstätten über Technisches, über Studium, über die Bühne, über die Stadtregierung, über in der Bank zu arbeiten, in unterschiedlichen Gelegenheiten, haptisch und mit Denken voranzukommen, zu forschen. Und das passiert alles in der Kinderstadt. Die Kinder können in der Kinderstadt in die Welt der Erwachsenen kindgerecht eintauchen. Bei 600 verschiedenen Studien und Arbeitsplätzen ist die Auswahl hierfür richtig groß. Also hast du da gearbeitet? Ja, letztes Jahr 1,5 Stunden. War richtig anstrengend, aber war cool. Ja. Wir sind jetzt hier bei der Beachbar und da habe ich den Thomas getroffen. Hallo, liebe Christi. Und da gibt es etwas ganz, ganz Cooles. Ja, also wir haben heuer das erste Mal in der Kinderstadt auf der Beachbar Photovoltaikanlage. Gell? Und drinnen in der Beachbar steht eine Induktionsanlage und da sind da die Batterien, wo wir Strom erzeugen. Und mit dem Strom können wir entweder Handy aufladen oder wie es Gott Herz Musik machen für die Beachbar. Wir sind ja heute bei der Radlwerkstatt mit dem Mario. Wir befragen ihn heute, was er denn da so macht. Ja, wir machen bei dem Stand einen Schlüsselanhänger. Da siehst du vorne die Exemplare. Du kannst dir anschauen, was du machen willst. Du kannst drinnen zum Beispiel aus Radketten sogar was machen. Aber bei uns gibt es halt die mit Aluminium. Und wenn du willst, können wir deinen Namen auch draufschreiben. Und das machen wir jetzt. Das wäre so nett. Jetzt ist der eigene Schlüsselanhänger fertig. Ja, sehr schön. Sehr schön.